Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir nach Caesarea mit ein paar Kollegen in unserem Rari und da probiere ich irgendwie wieder mitzunehmen. Ja, ja, aber ich hab schon beim Ding, aber ich kann nicht jedes Mal, wenn ich irgendeine Sprechpassage aufnehme. Schau, meine Lieben. Ja. Genau so macht man es. Shalom, meine Lieben. Also, wir sind da in Caesarea mit den Boys. Und ja, keine Ahnung, was machen wir? Gibt's mal ein bisschen. Wir machen, glaube ich, gar nichts. Na, schaut schon ziemlich fancy aus da. Safe. Mehr Kunden, das Gelände. Jetzt so. Musst du nur noch deinen Mund bewegen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Bitte hört mir zu. Du filmst so und er kommt so hinter der Ecke so raus. Shit. So wirklich, du stehst da und machst so. So, servus, warte. Und drehst dich so, hey, Shirt, genial, mach das. Also warte, was soll ich machen? Genau so. Hier, auf der Suche nach einer guten Anmoderation. Sind wir jetzt hier in Caesarea, schauen so ein bisschen diesen archäologischen Park durch und ja, probieren so ein paar Cinematics zu catchen. Yeah. Ich hab rangezoomt, wenn du es gesagt hast, es tut mir leid, ich konnte es nicht packen. Ich konnte es nicht. Ich musste reinzoomen. Bruder, die. Pass auf. Was sagst du zu diesem Risk, den wir jetzt taken? Ja, krass, aber. Willst du mir ehrlich erzählen, dass Herodes da mal gebadet hat oder was? Maybe. Wohin woll ich? Wohin woll ich? Wow. Ist du Moped. Und jetzt da noch eine Pfiff von das Versus, oder? Boah! Mittlerweile nach der Schicht, gehe ich gerade zum Skatepark, da hinter mir, links von mir kann man so den obersten Gerichtshof und Knesset sehen, oder vielleicht kann man es auch nicht sehen, jedenfalls. Gehe auf alle Fälle gerade zum Skatepark, der ist ziemlich fancy und ja, schauen wir mal, ich werde ein bisschen mit der GoPro filmen, vielleicht habe ich ein paar coole Clips, die ich dann zusammenschneiden kann. Thank you.
Bruder, ich kann nicht zur Retze gehen. Sicher kannst du zur Retze gehen, das gehört ja zum Dienst dazu. Okay, also, heute wird die Schicht mitgevloggt. One I want. Kaffee Latte oder Cappuccino? Es gibt kein Kaffee Latte, es gibt nur Cappuccino. Cappuccino? Ja. Ja, oh ja. Yes, baby. Oh yes. Eine Minute. Okay, kurze Erklärung, warum freuen wir uns immer so auf Cappuccino? Ich soll es erklären. 3 Stunden zum Latte aufheben. Oh, yeah. Ja, Emanuel, du kannst jetzt gehen, der Schicht ist beendet. Ich will nur sehen, ob das ein Herz wird oder wieder eine Zwiebel. Was? Eine Zwiebel. Das letzte Mal vorher eine Zwiebel gemacht. Bruder! Erst diese Milch, okay. Mhm. Oh yeah. Das wird genial. Genial. Oh, 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 oh! Das schaut gut aus. Ah! Es ist eher die Zwiebel. Es ist eher die Zwiebel. Das ist eine rote Rübe. Ein Musterverein! Ja, ich fahr so. Ja, frohes Schaffen. Genial! Jetzt schon wieder. Ja, weiter geht's! Das ist mein Doppel. You're watching a master at work. Fühl mir wie in diesem TikTok-Song. Ja, ja. Der Sound, den wo immer. Mach mal deine Hand auf die Seite. Oh yeah! Oh, das ist der gute. Oh yeah. Oh, jetzt haben wir was drauf. Eieieiei. Immer putzen, Kinder, gell? Sonst wird's dreckig am Ende des Tages. Danke, Mr. Schaumburg. Gut, aber da jetzt mehr einer gibt, der muss sich denken, was ist da los? Ja, bist du Moped. So, lang. So. Aber jetzt Moment der Wahrheit, gell? Erstmal schön angespart, gell? Gut. Also das ist der Form, den wollen wir eigentlich, gell? Wow. Wahnsinn. Und dann war das ja gut. Zeig mal, was du kannst. Oh yeah. Ja, hey, oh, ich sag dir yeah. Ehrlich, gell? So gut habe ich selten einen Cappuccino gemacht. Wieder ein neuer Morgen, hinter mir geht gerade die Sonne auf. Ziemlich ruhige Stimmung, ziemlich schön. Wir haben gestern wieder Raketenalarm auf Jerusalem gehabt. Es sind 3 Raketen, 3 so Long Range Raketen abgefeuert worden und die sind dann vor Iron Dome wieder abgewehrt. Und es war irgendwie schon so spannend, weil es hat sich recht nah angehört so. Und man hat dann diese Rauchwolken am Himmel gesehen, wo so eine Abwehrrakete eben die Raketen abgefangen hat. Und ja, oft fragen mich Bekannte oder irgendwelche Leute, ob ich da nicht Angst habe. Und irgendwie scheint es so surreal und man macht sich nicht so viel Gedanken darüber, was alles sein könnte. Weil irgendwie man sieht so, okay, das machen die Locals auch nicht so. Und wir haben eben Al-Aqsa-Moschee-Felsendom direkt in der Nähe so. Das sind das 150, 200 Meter Luftlinie oder so. Und ja, wenn Hamas die wirklich attackieren wird, so die Altstadt, dann sind diese heiligen Stätten für sie in Gefahr und damit würden sie ihre ganzen Überzeugungen in die Luft sprengen. So. Das wird keinen Sinn ergeben, wenn sie das machen. Ja, und ich denke ehrlich, wenn ich sonst im Land unterwegs bin und Raketen fliegen, ist immer noch wahrscheinlicher, dass ich irgendwie bei der Stirn runterfalle oder. Ja, man lernt einfach umzugehen damit und eben, wie gesagt, heute ist ein neuer Morgen, es ist komplett ruhig. Man würde nie meinen, dass da irgendwie
Konflikt ist oder so, weil sie das meiste eben auf Gaza beschränkt und ein bisschen nur im Norden. Aber genau, das sind so die Updates, da möchte ich auch mitnehmen. So. Aber ich werde heute noch in die Westbank wandern, zuerst noch ein bisschen südöstlich von Bethlehem, da ist so eine Ausgrabungsstätte, und dann nach Bethlehem und da nehme ich eigentlich wieder mit. Wow! Gute 3 Stunden später, ich bin jetzt schon um die 13 Kilometer, glaube ich, gegangen oder so. Es ist ziemlich heiß, ich schwitze Vollgas. Da hinten diesen Hügel, was man sieht, das ist mein Ziel, das ist das Herodium. Und das ist so eine Badanlage, glaube ich, soweit ich weiß, vom Herodes dem Großen. Und das war der Vater von Herodes Antipas. Und Herodes Antipas war eben der Herrscher zur Zeit Jesu. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich da überhaupt hergehe. Aber ich habe mir gedacht, ja, ist ja ein erreichbares Ziel. Und da konnte ich sogar zu Fuß hergehen. Und ja, da bin ich. So, da jetzt nach einer geschichtlichen Weiterbildung weiß ich auch wirklich, wo ich bin. Und zwar ist es so ein Palast von Herodes dem Großen eben. Und genau, Herodes der Große, der hat auch den 2. Tempel in Jerusalem gebaut. Und dort unten, man sieht jetzt wahrscheinlich nur so das Dach, dort war das Mausoleum, das war irgendwie so ein 25 Meter hohes, tempelartiges Gerät. Und genau, da ist eben bestattet. Und das mit dem Bad ist, man sieht es da im Hintergrund, vielleicht ein bisschen oder auch nicht. Also das war am Fuße von diesem Berg, also von dieser Stadt oder keine Ahnung, kennen wir es auch nicht aus. War halt so ein ziemlich fettes Bad und das war sehr prächtig und in der Mitte war so ein tempelartiges Gerät. Ja, ihr merkt schon, ich bin historisch maximal bewandert und jetzt tatsche ich nach Bethlehem. Das sind ungefähr 2,5 Stunden, glaube ich, Weg, die ich vor mir habe. Super! So, da, Sonne ist gerade untergegangen. Ich stehe da gerade in Bethlehem, gehe jetzt noch Richtung Betschalla und hoffe, dass mein Bus dort weggeht. Ein Hubkonzert wie aus dem Bilderbuch, hey, wirklich komplett schön da. Und ja, ich glaube, damit war es das für das Video. Meine Füße tun weh. Yalla, bye.